Heute geht es um eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in den Philippinen. Wir sind hier in der Raintree Mall und es geht darum, Fotos und Selfies zu machen. Und wenn du es noch nicht weißt, die Philippinen sind Selfie-Hauptstadt der Welt. Und ich sag dir, das ist kein Scherz. Überall wirst du sehen, wie Menschen Selfies machen, vor allem die Mädels. Aber persönlich bin ich jetzt kein wirklich großer Fan von Selfies, weil auch wenn ich YouTuber bin, ich denke, das ist ein bisschen selbstverliebt und ja, vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit. Ich mache YouTube, um euch eben zu informieren und über die Philippinen halt Infos zu geben. Ich will hier aber nicht urteilen und laut einer Studie aus den frühen 2000er Jahren ist Eitelkeit ziemlich verbreitet auf den Philippinen. Die Leute wollen gut aussehen und Fotos machen ist eine Möglichkeit, das zu tun. Und mit der Einführung von Social Media können sie es jetzt sogar mit der ganzen Welt teilen. Wenn du also mit Filipinos unterwegs bist und sie triffst, sei vorbereitet, dass du das Objekt vieler Fotos sein wirst. Insbesondere, wenn sie dich am Flughafen abholen. Sie werden wahrscheinlich alles aufnehmen und du musst für die Kamera viel lächeln. Aber alles ist in guter Stimmung. Filipinos lieben es einfach, ihre Erfahrungen mit anderen zu dokumentieren und zu teilen. Insbesondere ihre ersten Treffen in einer Fernbeziehung. Es ist so, als ob sie allen zeigen wollen, wie sehr sie sich lieben und dass die Entfernung die Bindung nicht brechen kann. Also, wenn du in einer Beziehung mit einer Philippiner bist, sei bereit, viele Fotos und viele Videos von euren ersten Treffen anzuschauen. Es mag ein bisschen übertrieben erscheinen, aber es ist nur eine der vielen kulturellen Praktiken, die die Philippinen einzigartig und besonders machen. Also, wenn du die Philippinen besuchst oder dort lebst, vergiss nicht, ein paar Selfies mit den Einheimischen zu machen. Danke fürs Zuschauen wieder und wir sehen uns in einem der nächsten Videos hoffentlich wieder. Babush, das heißt Bye-bye auf Cebuano.